Ja, alles gut. Zum Beispiel in der Tür klären, bum bum, und dann passt es schon. Wir schneiden das raus. Ja, das ist gut, das wird rausgeschnitten. Ja, das wird rausgeschnitten. Laden wir vielleicht auf Pornhub hoch dann. Dann warte kurz. Willkommen in meiner Welt. Okay. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Try Not to Laugh Challenge. Tschüss! Ich wurde entführt. Kleine Rollenwechsel jetzt, und zwar der Salvage ist hinter der Kamera. So, danke erstmal für Aufnehmen. Dankeschön. Danke dir. Danke. Dankeschön. Dafür haben wir jetzt die Anna hier disponiert. Unsere Kamerafrau. Und Geburtstagsfrau. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Heute ist wieder Alkohol mit im Spiel, das heißt, ich darf heute wieder mal bei dir schlafen, ne? Bevor wir es komplett vergessen, neue Kamerad, wir sind jetzt neu zu führt, und zwar einmal der Bayer. Erstmal herzlich willkommen auf diesem Kanal. Dankeschön. Genau, Dankeschön. Einen Applaus mit, würde ich sagen. Dankeschön. Ja, ich und der Bayer genehmigen uns heute einen Hefeweizen als Standardgetränk. Auf jeden Fall. Und auch einmal besoffen. Auf jeden Fall, ja. Okay, also Regel erkläre ich nochmal. Wenn einer lacht, muss er einmal Whisky schotten, und der Rest trinkt dann vom Normalen, bei uns in dem Fall Hefeweizen und bei den zwei Kollegen Baileys und Haselnuss. Heute Tour in the Hall of Man, da haben wir zwei einen guten Fetisch drauf, ein Bester. Oh ja. Ja, geht 15 Minuten, ja, also ich habe auf jeden Fall wieder mal Spaß beim Schneiden dann später. Ne? Also gut. Wie haben Sie meine Unterwäsche gewaschen? So wie alles, was ich hier mache. Mit einem Lied auf den Lippen und Liebe im Herzen. Mal im Ernst. Ich habe einen Ausschlag auf meinem Privatgelände. Privat? Wenn Sie noch mehr Verkehr da unten hätten, müssten Sie Ampeln aufstellen. Bitte, ist Ihnen allerdings was an Charlie aufgefallen? Was meinen Sie? Naja, er war ja schon immer promisk, aber vielleicht sollte ich jetzt meine Bowlingkugel verstecken. Ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich muss seine Lappen so oft wechseln, dass ich sie bald auf eine Rolle wickeln werde. Scheiße. Ich weiß nicht, worum ihr lacht. Das klingt so nach meinem Leben. Entschuldigung. Ja, jetzt können wir jetzt einmal shoppen, deswegen. Ja, gut, ich muss jetzt shoppen, ey, verdammt. Ah, immer das. Was denn schon mein? Achso, das ist. Hä, was? Das ist meiner doch. Nein. Ich habe mit ihm von seine genommen. Ich muss den Laken auf eine Rolle wickeln. Ja, aber ihr müsst normale Getränke trinken, ne? Ja, also okay. Gut. Ich einmal Schotten und Prost. 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 Auf euch, Geburtstagskindchen. Geburtstagskind, genau. Du musst deine Buchbesprechung fertig machen. Ich weiß, ich finde aber das Buch nicht. Soll das ein Witz sein? Wir haben es eben gekauft. Was soll ich sagen? Das Haus ist verdammt groß und das Buch klein. Du suchst jetzt das Buch. Ich bin müde. Du suchst. Lebt ihr noch, ja? Geht, geht schon, ja? Du suchst jetzt. Scheiße, ich war wegen dir Spaß. Ich hatte das Problem. Stopp, 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 trink. Du trinkst. Ich hab wegen dir lachen müssen, Spaß. Oh fuck, ey. Boah, ich hab das überhaupt nicht. Ihr leckt mich im Arsch. Nur weil du schreist, kommt's auch nicht wieder. Soll mich jetzt das beruhigen? Ich finde es so geil, wie der Jake immer seinen Vater so voll gut argumentiert, eigentlich aber trotzdem so richtig arschig. Oh mein Gott, oh, da hat sie mal Hefe. Prosit. Oh mein Gott, jetzt ist der Arschbude geflogen. Prosit. Dass wir nach all den Jahren einen neuen Stiefvater haben, kaum vorstellbar. Ich gebe ihm 6 Monate. Warum, wir mögen Teddy doch. Deshalb gebe ich ihm nur 6 Monate. Ich bin für ihn. Du musst aber trotzdem zugeben, dass die Zeremonie wundert. Hey, Stiefbruder. Hast du es dir überlegt, oder willst du mich noch heiraten? Ja, und wie? Nehmen wir oben einen kleinen Vorschuss auf unsere Flitterwochen? Wenn du dich weiterhin so an mir reibst, kann ich Moms Blumenstrauß freihändig fangen. Okay. Komm, holen wir die Leiter. Ich steige aufs Dach und wir haben es in 5 Minuten. Ich habe eine Leiter? Wie komme ich denn zu einer Leiter? Roma? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine Leiter gekauft habe. Ja, wie man sieht, hast du es getan. Ja. Aber wieso? Und wie ist sie hierher gekommen? Weiß ich auch nicht. Mit einem
anfangen? Wer weiß? Also wirklich, das wird ja immer geheimnisvoller. Ja, zum Verrücktwerden. Ich kletter jetzt drauf und dreh die Schüssel und du gehst zum Fernseher und sagst mir, wenn das Bild besser wird. Ich bin der Techniker! Charlie? Ja? Hier oben hängt ein Schlüpfer. What? Die Leiter. Hey, aber der... Nein, du hast... Du hast schlecht. Oh Gott. War jetzt echt? Ich würde sagen, du. Aber sowas von dick. Wunderbare Entscheidung. Du bist ja neben mir schon die ganze Zeit implodiert. Also ja, das ist dein Starkgetränk. Du musst Whisky machen. Bäh. Ha! Gearscht! Ach, warte kurz, ich bekomme es nicht auf. Ach, dankeschön. Da oben hängt ein Schlüpfer. Das klang irgendwie in Ostdeutschland. Da hängt ein Schlüpfer. Helfer, bitte. Damals war auch nicht so schlecht. Hey, aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Wir können wieder einen Schluck trinken. Dann hast du sofort. Ja, ja, hervorragend. Ja, ja, du hast doch noch da einen Haselnuss. Ja. Nüsschen. Boah. Ich der Musik. Boah, da graust mich. Es wird nicht besser. Oh, das war nicht mein Haselnuss. Etwas besser. Und jetzt? Nein, 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 schlechter. In die andere Richtung. Was? Die Schüssel muss in die andere Richtung. Ja, genau, perfekt. Was? Ich sagte, das Bild ist perfekt. Super, ich komme runter. Hoppla. Ich muss aufs Klo. Charlie, hol die Zange! Charlie! Ich muss mal Pipi, ich muss mal Pipi da hinten. Ich muss mal Pipi, wie mache ich nur Pipi? Da haben Sie nicht den Techniker angerufen, ne? Sie wollen wissen, wieso? Ich hätte Ihnen sagen, wieso. Weil man dafür keinen Techniker anruft. Das ist eine simple Drehung, die jeder Idiot hinkippt. Ja, ich weiß, dieser Idiot hier ist vom Dach gefallen, aber nachdem er sie ganz alleine und mit eigenen Kräften gedreht hat und ohne Techniker. Dann wäre das Eis hier wohl gebrochen. Ich gebe dir Monas Nummer. Du kannst sie ja mal anrufen, wenn es dir besser passt. Komm, Schatz. Liegst du die ganze Nacht wach und denkst krampfhaft darüber nach, wie du mich am besten blamieren kannst? Das kann ich ziemlich normal machen. Das lacht immer. Das ist traurig. Ach, was soll's. Oh, komm, gib mir den Wix. Aber du musst trinken. Ich hab sie gar nicht mehr gehört. Ja, Tori. Für den Whisky, danke erstmal. Schon mal leer. Und wir alle dürfen normal trinken, endlich mal. Was trinkst du jetzt? Ich überlege jetzt gerade noch hier. Schnell bitte. Du hast Auswahl. Das ist halt vom Ding. Also gut. Entschuldigung. Mahlzeit. Oh. Was lachst Haben Sie heute nicht frei? Schon, aber ich muss mit Charlie reden. Viel Glück, er kam vor einer Stunde nach Haus, aß einen Topf Chili, kotzte und ging ins Bett. Leck mich am Arsch. Oh Gott, also Haselnuss haben wir jetzt noch, oder? Oder ja. Haselnuss oder Wodka? Warum wüsste ich das? Ah, Chili und dann hab ich gekotzt. Alter. Viel Glück, da hast Chili gegen Weg und kotzt. Das ist so geil. So geil, wenn er lacht, wie dreht die ganze Couch. Wieso kannst du still sitzen und lachen? Ich? Nein, bist du verrückt? Ja, sicher bist du auch der Schwerste von uns, Alter. Also von dem her. Das tat jetzt gerade weh. Kein Problem. Ja, ich weiß. Kein Problem. Du Schwein. Oh mein Gott, das ist nicht so einfach auf Dauer. Oh mein Gott, hey Kellner. Hast du es gesehen? Mhm. Ah komm, das muss ich nicht nachspielen mit Cola. Oh mein Gott. Diese Haselnussblöde. Ist das jetzt ernsthaft? Nein, hab ich nicht. Wir haben es vorher auf Video, gell? Ja, deswegen sage ich, hab ich nicht. Alles klar. Na, alles gut. Zum Beispiel hinter der Tür klären, bumm bumm, und dann passt es schon. Wir schneiden das raus. Ja, ist gut, es wird rausgeschnitten. Ja, rausgeschnitten. Laden wir vielleicht auf Pornhub hoch dann. Bestimmt
bestimmt irgendwo ja, anders. Ich finde, sie haben recht mit den Grenzen. Wer hat immer diese Couch anfängt zu vibrieren? Was sagt ihr denn? Oh, ich will keine ja. Was? Was? Also gut, ja, ich schenke dir aber ein. Ach, das ist Wodka, what the fuck, ey. Steht nur Smirnoff drauf. Ich hasse nur meins daneben bei, auch passt schon. Ja, schenk mal ein, wenn du schon in der Hand hast. Ja, kein Problem. Ja. Also nicht nur. Ja, ja, so. Das ist doch für dich, ey. Ja, kein Problem. Ach, du trinkst auch mit oder was? Nein, ich wollte eigentlich. Das ist so eine große Klappe, der trinkt schon mit. Wegen dir hat die Couch vibriert, also trinkst du mit. Scheiße, du sitzt so daneben, guckst so und dann so. Geht die Couch so die ganze Zeit. Oh mein Gott, ey. Das ist so eine und Scheiße. Gell? Oh, ich wie ich eigentlich, leck mich am Arsch. Zwei solche wie ich, ey, leck mich. Boah. Ich bitte, dass die Lehrerin krank wird. Du könntest doch auch für den Test lernen. Und was soll das helfen? Okay, Scheiße, Alter. Oh mein Gott, ey. Boah. Kommt ihr klar bei euch, oder? Ja, ja. Nein, ich gerade meine Zigarette gekommen, aber. Oh, perfekt. Prost. Prost. Was läuft in der Schule? Nichts. Nichts, du? Du sitzt den ganzen Tag rum und starrst an die Wand? Ja, weil da die Uhr ist. Die Couch vibriert schon. Sie vibriert? Ich geh ran. Na, du wirst doch wohl nicht den ganzen Tag rumsitzen und nur auf die Uhr starren. Weißt du, wie oft ich hier im Klassenbuch stehe? Jetzt mach halt mal deinen Weizen leer, du Mädchen. Ich gebe mein Bestes. Okay. Ist aber noch nicht genug. Ey, das sollte dein Bestes gewesen sein. Ja. Aber nicht ganz, ich will noch ein Stück haben, bitte. Ehrenmann. Also meine Ohren glühen. Also mir wird es definitiv kälter als nach der Runde. Nee, ich spüre gerade, ich bin gerade ein Brennofen. Ein Brennofen? Ja, bei dir drückt immer der Össi Schlenk durch, ey. Was ist denn los mit dir? Das ist ja voll schlimm. Die Aufnahme ist fertig, ich muss pissen wie ein Schwein. Ja. Das war zum Sonntag. War zum Sonntag? Das war's, Dankeschön. Für die Premiere dieses Video erstmal, wunderbar, und du auch, zumindest vor der Kamera. Dankeschön. War meine Freude, vielen lieben Dank, mal dazu. Naja, und den kennt man ja schon, ne? Ah. Alles klar, warte kurz. Dieses das war schon ziemlich wichtig. Ich hab's. Peace. Jetzt kannst du ausmachen. Mach Stopp jetzt!